mächtige Buche hob sich als Schattenriss vor dem helleren Nachthimmel ab. Zur Wiese streckten sich lange Äste, die selbst fast so dick wie Baumstämme waren. Carola richtete den Lichtschein der Taschenlampe auf die Krone, suchte die einzelnen Äste ab. Ihr Herz pochte dumpf in ihrem Brustkorb. Plötzlich fühlte sie sich leer und traurig. Geschichten zum Gruseln liegen Andreas Winkelmann im Blut. Ob als früheres Hobby zum Selberlesen oder heutiges Verfassen von eigenen Büchern. Dafür orientiert er sich mit seinen Gänsehautromanen schon früh an seinem Idol. Als ich Teenager war, hatte Stephen King so seine Hochzeit. Und man kam an den Büchern gar nicht vorbei. Und ich bin mit den Büchern aufgewachsen, mit den Figuren von Stephen King. Die waren damals meine besten Freunde, mehr als reale Menschen in meinem Umfeld. Und das hat mich natürlich geprägt. Deswegen war es für mich auch immer vorgezeichnet, in welchem Genre ich weiterschreiben würde. In diesem hat der Familienvater seit 2007 25 Bücher veröffentlicht. Sein größter Kritiker ist seine Frau. Da wird der Tod eines Hauptcharakters auch mal revidiert. Schließlich hat der Haussegen in der niedersächsischen Gemeinde Hoya Priorität. Insgesamt schreibt der 54-Jährige auch unter dem Pseudonym Frank Kodiak rund 4 Monate an einem Thriller. Ein typisches Ritual: Musik. Diese hilft ihm, die Emotionen seiner Charaktere besser nachzuempfinden. Immerhin steckt hinter den fiktiven Geschichten oft ein wahrer Kern. Viele Figuren, die ich in meinen Büchern nutze und beschreibe, stammen aus der Realität. Manchmal übernehme ich sogar Personen 1:1 aus der Realität, aus meinem Bekanntenkreis, in eine Geschichte. Das fand bislang jeder gut, wenn er irgendwie, selbst wenn er als Leiche aus der Geschichte herausging, war es noch immer okay. Weitere Informationen bekommt er von befreundeten Kriminalpolizisten oder durch eigene Recherche. Aber auch Familientragödien finden in seinen Geschichten Platz. So steckt hinter dieser Buche in seinem Heimatort eine tragische Geschichte, die er mit seinem aktuellen Thriller verarbeitet. Wenn ich schreibe, möchte ich schon auch gern, dass mich das berührt. Und zwar so tief wie möglich. Dann lasse ich mich auch wirklich darauf ein. Ich muss es nur irgendwann auch ablegen können. Das heißt, wenn ich vom Schreibtisch aufstehe und was anderes machen will, ein ganz normales, alltägliches Leben führen will, darf mich das nicht weiter belasten. Und um diesen Ausgleich zu finden, stellt sich der Bestseller-Autor regelmäßig neuen Outdoor-Herausforderungen. Kajak fahren, längere Strecken tracken, Bergsteigen, klettern, ganz viel. Ich bin 3-mal zu Fuß über die Alpen gelaufen, habe da die höchsten Berge bestiegen. Seine letzte Mission war eine monatelange Fahrradtour durch Norwegen. In der Natur kann er an seine körperlichen Grenzen gehen und ganz nebenbei sogar noch etwas für die Umwelt tun. Ich bin mit deinem Freund zusammen 6000 Kilometer durch Skandinavien gefahren mit Lastenbikes. Und das ist ein Umwelt-Charity-Projekt. Wir haben unterwegs Plastikmüll an den Stränden und Straßenrändern gesammelt und haben zu Spenden aufgerufen für ein kleines Müllsammelschiff, das von One Earth, One Ocean betrieben wird. Das ist ein deutsches Unternehmen, die eine maritime Müllabfuhr betreiben. Und weil wir das Konzept so toll finden, haben wir Spenden gesammelt für dieses Unternehmen. Der Laptop ist bei seinen Reisen immer dabei, denn bekanntlich schreibt das Leben ja die besten Geschichten. Und damit hat er gute Aussichten auf den nächsten Horrorroman.